Herzlich willkommen hier am Vorwärtsstand auf der Frankfurter Buchmesse. Es ist so schön, wieder hier zu sein. Es ist so schön, in einer solchen Runde wieder hier zu sein. Denn das ist nicht das erste Mal, dass die beiden, die jetzt hier sitzen, sich auf der Buchmesse treffen und am Vorwärtsstand treffen und über ein Buch sprechen von Miko Sophie Kümmel. Ich will mal ganz kurz, genau, mal schon mal hochhalten. Das hilft auf jeden Fall. Es ist ihr zweiter Roman. Kintsugi war ja ein ziemlicher Starter, ja, das ging richtig hoch auf der Rampe, ist mit mehreren Preisen ausgezeichnet worden. Und nun Triskele. Ich muss sagen, bei dem Titel musste ich tatsächlich erstmal suchen, was ist das eigentlich? Mir war das Wort gar nicht bekannt. Und dann, als ich gegoogelt habe, merkte ich, na klar kenne ich das. Das habe ich doch schon überall gesehen. So, wird als Schmuckstück verkauft. Das ist doch eigentlich ein keltisches Symbol. Drei Spiralen, die sich in der Mitte treffen. Hat also was mit drei Dingen zu tun. Da werden wir bestimmt noch gleich drauf kommen. Und mit uns über das Buch spricht Dr. Ina Hartwig, passt so schön zu unserem Format Politik trifft Buch, denn sie kann beides, sie kann Politik, sie kann Buch, ist ja im Moment Dezernentin für Kultur und Wissenschaft hier in Frankfurt und früher war sie hauptsächlich schreibend beschäftigt, Autorin für Zeit, Süddeutsche, Frankfurter Rundschau, auch Literaturkritikerin, also genau richtig an diesem Platz freue mich sehr, dass wir uns alle drei über dieses Buch unterhalten können. Freue mich auch sehr. Freut mich auch. Ich gleich mal, Ina Hartwig, was ist für Sie das Auffälligste an dem Buch? Also wenn man Sie fragen würde, okay, Sie haben das Buch gelesen, was ist das, was Ihnen am ersten einfällt? Was wäre das? Also wäre ich jetzt noch Kritikerin, dann würde ich über das Verhältnis von dem schwersten Thema dieses Buches, nämlich dem Suizid der Mutter, zu der lakonischen Sprache, dann würde ich darüber sprechen, denn das fällt mir auf, dass es hier wirklich ein ganz gewichtiges, eigentlich traumatisches Thema gibt, dass sich die Mutter von Schwestern umbringt, die dann im Zuge dieses Suizids wieder, kann man vielleicht sagen, zueinander zu finden versuchen, sehr unterschiedlich sind. Aber der Umgang damit bleibt irgendwie lakonisch. Und das finde ich das Rätsel dieses Buches. Ich habe da einen gewissen Verdacht, wo diese Lakonie herkommt, wo die verortet ist. Aber das will ich jetzt noch nicht sagen. Ja, wir können ja gleich mal versuchen, da noch ein bisschen mehr reinzugehen. Ich sitze hier in Berlin und stelle so fest, es gibt tatsächlich einen Unterschied in der Sprache zwischen immer noch Ost-Berlin, West-Berlin, das war früher sehr viel stärker. Ja, es gibt einen Unterschied in der Sprache zwischen Ostdeutschland und Westdeutschland, früher stärker, aber immer noch. Und dieses Lakonische ist auf jeden Fall mehr im Osten beheimatet. Ist das ein Punkt? Ich bin ja selber im Osten aufgewachsen. Also ich bin in Thüringen geboren und da bis 18 auch geblieben und dann geflohen nach Berlin. Deswegen mag das sein, dass das ein Umgang ist. Für mich ist es eher der Umgang mit psychisch erkrankten Eltern und mit komplizierten Familienverhältnissen, dass der Galgenhumor das Letzte ist, was einen oft rettet. Also das ist ja im Buch schon, also es geht hauptsächlich um diese drei Schwestern, die sich aufeinander irgendwie zubewegen oder das versuchen. Aber natürlich geht es auch, ist die abwesende Mutter präsent in den Erinnerungen und es wird sich ja unterschiedlich daran abgearbeitet, wie umgegangen wird mit einem Elternteil, was sukzessive verschwindet, zumindest in den gesellschaftlich aufgetragenen mütterlichen Pflichten etc. Und das ist meine ganz persönliche Erfahrung, dass nur der Rückgriff auf den Humor, das manchmal, also da manchmal hilft, das zu ertragen. Das ist überlebenswichtig, glaube ich. Sie haben schon gleich genickt. War das auch Ihre Idee? Tatsächlich empfinde ich diese Lakonie auch als eine Sprachform, die zumindest einen Teil ihrer Wurzeln in der DDR und den spezifischen Erfahrungen hat. Also im Grunde Diktaturerfahrungen. Dieser Humor, der einen rettet, vor was auch immer. Ich bin ja nun nicht in der DDR aufgewachsen, aber Teile meiner Verwandtschaft sind in der DDR geblieben, während es gibt dann auch so eine Fluchtgeschichte. Das ist übrigens etwas, was man meiner Beobachtung nach oft vergisst in dem Diskurs über Ost und West, dass es viele Familien gibt, die beides haben. Also die sozusagen Familien,
Zweige haben, die im Westen leben und Zweige haben, die im Osten leben. Und das ist sehr interessant. Das sage ich jetzt einfach mal unabhängig von dem Buch, weil also mein Schwiegervater ist zum Beispiel auch Thüringer und ist dann in den Westen geflohen. Und ein großer Teil der Verwandtschaft ist in Thüringen geblieben und die Kontakte waren immer sehr eng geblieben. Und nach der Wende, nach dem Mauerfall, haben wir uns dann getroffen. Es gab Familientreffen und dann fiel mir eben auf, dass im Laufe der Jahre eigentlich der Ost-West-Konflikt überhaupt gar nicht mehr das dominante Thema war, sondern dass quasi in dem Ostzweig der Familie die Differenzen so krass wurden. Also dieses, wie steht man jetzt sozusagen zu der neuen Situation, wie steht man zu dem Vereinigten Deutschland? Und das ging, also die waren richtig regelrecht zerstritten. Und das fand ich sehr interessant. Und ich glaube, dass sozusagen diese Ausdifferenzierung innerhalb der Bevölkerung, die eben die DDR-Erfahrung noch gemacht hat, dass die eigentlich vernachlässigt wird in unserer Wahrnehmung. Ja, also ich nehme das wahr. Also ich bin 92 geboren, das muss man, glaube ich, immer noch dazu sagen. Also spätestens jetzt gibt es ja Familien mit Ost- und West-Erfahrungen und Wiedervereinigungserfahrungen, weil jetzt eben Generationen nachwachsen, die jetzt wie ich irgendwie so 30 sind oder schon ein bisschen älter oder ein bisschen jünger und die jetzt anfangen, Geschichten zu erzählen. Ich nehme das immer stärker wahr, je älter ich werde. Das hat vielleicht was mit dem Rückschau auf die eigene Kindheit und Sozialisierung zu tun, dass es mich natürlich geprägt hat. Also das ist auch im Buch ja Thema, weil es eine älteste Schwester gibt, die noch in der DDR pubertiert hat. Eine, die in der Wendezeit geboren ist und in den 90ern im zerrütteten Osten sozusagen so ein bisschen aufgewachsen ist und sich noch so rückbezieht immer auf diesen Ursprung und dann selber das Problem hat, dass sie eigentlich nicht so richtig berühren kann. Also, und dann gibt es die allerjüngste, wo noch so die Wurzeln natürlich trotzdem drin stecken. Und ich glaube, ich denke da schon häufig drüber nach bei Diskursen, auch weil ich die natürlich dann im privaten Bereich führe. Ein Beispiel, das soll jetzt keine riesige Schleife sein, aber ist zum Beispiel geschlechtergerechte Sprache, die mir sehr am Herzen liegt. Ich habe das bisher selten in den Medien gesehen, dass man darüber spricht, wie gehen eigentlich Menschen damit um, die 40 Jahre lang erlebt haben, dass sukzessive Sprache verboten wurde. Also wenn man schon mal so einen dogmatischen Umgang mit bestimmten Begriffen erlebt hat und wenn bestimmte Dinge, wenn Pizza nicht mehr Pizza heißen durfte eine Zeit lang, sondern Krusta genannt werden musste, weil das sonst das Feindesland-Vokabular war. Natürlich geht man anders ran an so eine Idee von, wäre es nicht besser, wir sagen es jetzt so und sollte man das nicht vielleicht nicht mehr sagen? Und ich glaube gar nicht, dass, also ich habe diese Diskurse geführt und ganz oft, wenn man die mit einer gewissen Behutsamkeit und einer Sensibilität für diese Prägung führt, dann kommt man da auch auf einen gemeinsamen Nenner. Aber ich habe das Gefühl, dass es dafür keine Sensibilisierung gibt und dann gibt es eben schnell dieses Bild von einem, der natürlich auch begründet liegt, es gibt natürlich irgendwie eine Rechtsproblematik da, aber ich habe manchmal den Eindruck, wenn das mehr in der Diskussion wäre und wenn man diese Perspektiven so ein bisschen stärker erzählen würde und sichtbar machen würde, dann wäre vielleicht auch mehr Fläche da, wo man sich überhaupt überschneiden könnte. So. Nun war das aber eine schöne Vorlage für mich, um mal auf die drei Schwestern zu kommen, weil und auf das Systemische, was mich schon beeindruckt hat in dem Buch. Also ich würde immer sagen, ich bin Systemiker und das hat aber alles getoppt, was ich jemals gemacht habe. Ich fand das so, es spielen Zahlen eine Rolle, es spielt die Anfangsbuchstaben aller Namen sind mit M von den drei Schwestern. Die Mutter wird auch abgekürzt, heißt eigentlich Simone, Kurzform Mone. Also das ist so, ja, dann sind die Schwestern immer 16 Jahre auseinander. Das heißt, die bilden immer was ganz anderes ab. Ist ja fast eine Generation. Ne? Die Mutter hat mit 17 das Kind bekommen. Das ist ja natürlich ein Fehler im System oder vielleicht extra gemacht. Aber es ist so, ist das ein Korsett oder ist das ein guttunendes Raster? Warum ist das Buch so aufgebaut? Also ich bin eigentlich ein Fan von Struktur, wenn sie sozusagen dem Inhalt dienlich ist. Und ich halte viel davon, eine Struktur zu finden, so wie die Triskele selber übrigens, also diese Form, die drei Spiralen, die eine gemeinsame Mitte haben, so ein choreografisches Vorbild war für diese drei Schwestern, ja, die alle einen gemeinsamen Ursprung haben, aber sich irgendwie doch sehr in ihren eigenen Leben bewegen und die sich fragen, wo sind eigentlich unsere Verbindungen? Ich halte von diesen Strukturen schon viel. Jede dieser Entscheidungen hat einen guten Grund. Und was so die Zahlen angeht, da sind wir eigentlich an der Stelle, wo ich
den Eindruck hatte, wenn ich von drei Schwestern erzähle, bin ich nicht nur relativ nah an Tschechow, sondern auch relativ nah daran, ein Märchen zu erzählen. Und natürlich geht es auch darum, ich glaube, wenn ich Familie erzähle, dann erzähle ich ja immer was Märchenhaftes. Denn diese, also das sehe ich jetzt eben auch bei den Lesungen, dass ganz viele Leute auf mich zukommen, die ihre eigene Geschichte da applizieren. Und deswegen war es für mich irgendwie spannend, das dann eben wirklich so aufzuladen. Und die Anfangsbuchstaben der Figuren, dass die alle mit M anfangen, Ma, Me, Mi, Mo, Mu, das, wo mich auch der Verlag nochmal gefragt hat, Miku, bist du dir sicher? Also sollen wir da nicht nochmal kurz drüber reden? Weil, also das kann ich vielleicht dazu auch sagen, wir haben dann, also ich bin dann auf die Idee gekommen, dass man den Erbschein der Mutter vorne einlegt, wie so eine Personage, so dass man im Zweifelsfall nochmal spinksen kann, wer nochmal genau wer war. Aber das hatte tatsächlich mit meinem Verhältnis zu den Figuren zu tun. Denn ich habe im ersten Buch ja hauptsächlich über Männer an die um die 40, Mitte 40 geschrieben. Da bin ich der Frage, ob ich das alles selbst erlebt hätte, elegant ausgewichen. Denn dann konnte mich offensichtlich niemand fragen, ob ich nicht vielleicht ein Mitte 40-jähriger schwuler Mann sei. Und diesmal habe ich dann gedacht, wenn ich jetzt über Frauen schreibe und über Frauen erzählen will, dann mache ich es vielleicht umgekehrt und hole sie einfach mit einer Geste sehr nah an mich ran und splittere mich eigentlich auf. Der japanische Filmemacher Hayao Miyazaki hat keine Angst vor so Romantik und auch manchmal vor Kitsch und der benutzt gerne dieses Splitterbild, also dass jede Figur und jede Idee ein Splitterwesen ist aus Anteilen von einem selbst, Erfahrungsbildern, Erinnerungen, Dingen, die man beobachtet hat, Menschen, die man kennengelernt hat. Und so sind die Figuren auch. Und jede von denen trägt natürlich irgendwie Anteile von mir in sich oder Ideen von mir oder Diskurse, die ich gern über sie ausspielen wollte, Fragen, die ich gerne, indem ich in sie reingehe, sozusagen klären wollte. Und deswegen heißen sie eben Ma, Me, Mi, Mo, Mu. Mir sind jetzt aber auch schon tatsächlich zweimal drei Schwestern-Trios begegnet, die alle mit dem gleichen Buchstaben anfangen. Also es scheint auch einfach so ein Ding zu sein, was manche Familien sehr gerne durchziehen. Okay, aber die Frage dann, okay, haben alle was natürlich von der Autorin, ist überhaupt keine Frage, aber es geht ja noch ein Stück weiter, sie haben selber zwei Schwestern. Ja, das stimmt. Die fangen nicht mit M an. Okay, das ist schon mal schön, aber schon mal ein Unterschied. Und ich will auch hoffen, dass sie... ich habe auch eine Mutter, she's alive and well. Sehr schön, vielen Dank. Ja, das wollte ich jetzt nicht so deutlich fragen, aber mir war schon klar, dass das ganz anders sein muss, sonst könnte man, glaube ich, so drüber nicht schreiben. Aber dieser Erbschein hat mir auch wirklich sehr geholfen. Ich gebe zu, ich habe dann immer bei den einzelnen Kapiteln, die ja mit Monaten übertitelt sind, ja, wo man dann erstmal so als kleiner Forscher liest und wer kann das jetzt sein und wer von den Schwestern alle im Ich sprechen ja aus dem eigenen Erleben heraus, da musste ich immer vorne gucken, welche ist denn das jetzt? Und das fand ich eigentlich sehr schön. Was ist denn das? Ist das so ein Kunstgriff? Jetzt frage ich mal die Literaturkritikerin nochmal. Also so werde ich als Leserin dann in so eine andere Rolle geschickt, dass ich so ein bisschen Spurensucherin werde? Ja, ganz offensichtlich. Allein, dass dieses Ich auf verschiedene Figuren angewendet wird und man dann schon so ein bisschen ins Schleudern gerät. Und vielleicht könnte man auch sagen, dass eigentlich so ein Fragezeichen an diesem Ich klebt. Wer ist das Ich eigentlich? Ich oder meine Schwestern? Ich oder meine Mutter? Dadurch, dass diese M Majuskel so eine Rolle spielt, ist auch so Mama, Mama, ne? Also das ist auch das M der Mama, das ist der Buchstabe, den die Kinder als, und zwar weltweit, als erstes aussprechen. Mama, Mama. Es ist also ein Buch über die Mama, über die Mutter. Und diese Lakonie, die schützt einen eben auch vor dem Schrecklichen. Diese Abwesenheit der Mutter ist ja quasi schon vor dem Suizid da. Das ist ja eine Mutter, die sich durch diese depressiven, das wird zwar so nicht ausgesprochen, aber es ist ja klar, dass es sich um depressive Thematik handelt bei dieser Frau, die unangepasst ist und vielleicht ihren Ort auch gar nicht so genau kennt in der Gesellschaft und in der Familie und irgendwie nicht so eine Vollblutmutter ist, was sie sehr sympathisch macht, sehr interessant macht. Aber eben für die Töchter ist sie eine, die nicht voll da ist und sozusagen noch schon als sie lebt, ist sie nicht voll da. Und dann endet es eben mit diesem Paukenschlag und auch dieses Testament hat diese DDR-Lakonie oder überhaupt diese Lakonie. Es ist echt unglaublich, worum es hier eigentlich geht. Ich meine, wir alle wissen also aus der Psychoanalyse, dass dieses schwarze Loch der
Depression, wenn ein Elternteil depressiv ist, dann fallen die Kinder in ein schwarzes Loch, in das schwarze Loch der Depression der Eltern. Und das ist so furchtbar. Und wir wissen auch, dass Kinder, Jugendliche, Menschen, deren Eltern sich tatsächlich umbringen, geschädigt sind, weil eben der Boden unter den Füßen weggezogen wird. Und diese Grausamkeit, diese psychologische Grausamkeit wird hier einfach sprachlich, absichtlich, wie mir scheint, nicht beantwortet oder nicht, also sozusagen, es gibt diese, die Sprache ist nicht grausam, so finde ich das, sondern die Sprache ist was anderes. Was ich aber interessant finde, ist diese Sache mit dem Alkohol. Vielleicht können wir da auch nochmal drüber reden. Neulich hat eine Frau, die lange im Osten gearbeitet hat, in Russland, eine Westdeutsche, die in Russland professionell unterwegs war und dort eben diese Sauforgien, diese Wodkaorgien erlebt hat, beobachtet hat, mitgemacht hat und auch mitmachen musste. Und die hat was sehr Interessantes gesagt, wo ich noch nie drauf gekommen bin, dass sie sagt, du musst in Russland mit deinen Freunden Wodka trinken, weil du sozusagen im Alkoholrausch deine Wahrheit zeigst. Und nur dann kannst du wissen, wer der andere ist. Deshalb muss man miteinander trinken. Vorher gibt es kein Vertrauen. Das fand ich so spannend. Und in der DDR wurde ja auch so viel gesoffen. Jetzt nicht unbedingt nur Wodka, auch Bier und so. Und das kommt ja hier auch vor. Wir Ostmädchen, wir Ostschwestern, wir sind total jetzt ostig, ne? Dass wir das die ganze total, Zeit genau, saufen. Genau, das kommt da vor. Das fand ich irgendwie sehr spannend. Sozusagen diese Rolle des Alkohols, wie so ein ja, vielleicht sagen Sie es selber mal, was es das für Sie bedeutet. Es ist natürlich hochproblematisch. Ich meine, es ist auch einfach ein gesellschaftliches Problem, dass Alkohol als legale Droge immer noch so problemlos als Brücke oft benutzt wird. Und andere Drogen werden sozusagen dann gerne absolut dämonisiert. Aber ich glaube, dass es schon eine von den Ritualitäten ist. Also das passiert diesen drei Schwestern ja. Es gibt so ein paar Dinge, da merken sie dann doch, das verbindet uns, obwohl wir zwar so die Jüngste und die Mittlere waren füreinander irgendwie da. Die haben auch eine Verbindung. Und auch die Älteste hat mit der Mittleren ja so eine Geschichte. Aber sie haben nicht in dem Sinne gemeinsam gelebt. Psychologisch gesehen sind sie gar nicht im engeren Sinne Geschwister. Das muss man dazu auch sagen. Denn sie sind nicht zusammen im Auto gesessen hinten als kleine Kinder oder so. Aber es gibt so ein paar Dinge, die sie verbinden und da gehört so diese Ritualisierte dazu, da gehört aber zum Beispiel auch die alten russischen Sprüche der Mutter, Budjet, Budjet, dass sie das gesagt hat, das steckt sogar in der 16-Jährigen noch drin und ich glaube, es geht so ein bisschen darum auch, dass man voneinander zum Teil recht bewusst erkunden muss und rausfinden kann, indem man sich dazu manchmal auch zwingt, Zeit zu verbringen. Die drei werden durch die Pandemie ja dazu gezwungen, Zeit zu verbringen, also es ist ein Berlin-Roman, aber es ist eigentlich kein Berlin-Roman, denn Berlin ist dicht, als sie da sind. Sie können nirgendwo rein, sie können nur zu dritt mehr oder weniger aufeinander hocken. Dann entdeckt man, glaube ich, solche Gemeinsamkeiten und das, sie reflektieren das mit, dass dieses gemeinsame Trinken, dass das so eine seltsames Ritual ist. Und deswegen fand ich es auch entschuldbar, dass sie es machen. Und dann kommen sie eben zum Glück ja über eines dieser Anfangsrituale und dann kommen sie ja darüber, wie gesagt, auch auf so gemeinsame Sprachelemente. Relativ schnell wird klar, der Humor funktioniert eben zum Beispiel auch. Also das kann man untereinander sich zuschießen und dann versteht man plötzlich Dinge und ganz langsam kommen immer mehr Gemeinsamkeiten. Also dann gibt es auf einmal diese Zinkwanne, in der Schneckenrennen gemacht wurden und dann plötzlich so, das haben wir alle drei gemacht, unabhängig voneinander, weil wir am gleichen Ort, obwohl die anderen nicht da waren. Es gibt natürlich auch sowas wie so eine, möchte ich behaupten, wie so Puzzleteile, kleine kollektive Erfahrungen. Und das ist, glaube ich, so eine, wo sie merken, unser sogenanntes zersprengtes Familienkollektiv hat diese Momente und das gibt es. Und dann bewegen sie sich eben so immer weiter aufeinander zu und am Ende landen sie ja zumindest dabei, dass sie den Wodka dann in den ostdeutschen, asiatischen Nudelsalat reinkippen und den nicht mehr so ächzen die ganze Zeit. Das ist ja schon mal ein Fortschritt. Aber sie müssen relativ lange reden, um diese Gemeinsamkeiten zu finden, sich zu erinnern und dass das dann wieder hochkommt. Ne? Und sich beobachten gegenseitig auch. Ja. Also das, was Sie auch geschildert haben, so wer bin ich, wer sind die anderen, was machen die? Ganz viel ist mir jetzt auch nochmal, wie ich auf den Lesungen viel aus dem Buch gelesen habe, aufgefallen. Die schauen einander halt häufig an und erkennen so Ähnlichkeiten der Mutter. Also sagen so, meine Schwester hat diesen Zug oder dieses Lachen,
was mich an Mona erinnert. Und also sowas geht ja nur mit Zeit und auch so wachen Ohren und wachen Blick. Und es ist schon auch auf eine Art ein Statement dafür wahrzunehmen, dass das Leben irgendwie kurz ist und diese Menschen, wenn man die im Leben hat, dass man die sich schon auch ranholen kann und sollte, wenn man diese Gemeinschaft möchte. Also weil sie ja im Prinzip am Ende sogar trotz abwesender Mutter einen Weg finden, mit ihr zu sprechen auf eine Art im Laufe des Buches. Und das war, glaube ich, so eine der, ich gehe nicht mit so Agenten in Bücher, glaube ich, aber schon oft mit Fragen. Und ich glaube, eine der Fragen bei Triskele war, wie kriege ich eigentlich Antworten oder wie gehe ich damit um, dass ich manche Antworten auf Fragen nie bekommen werde? Denn das ist ja das, also das ist auch das, was irgendwie die älteste Tochter distinguiert. Der Tod bedeutet für uns als Kinder dieser depressiven Frau halt vor allem, dass es das Irreversibelste ist. Also wir können jetzt nicht mehr mit ihr sprechen. So, man kann manche Dinge nicht mehr fragen. Und dass sie sozusagen miteinander Wege finden, zu überleben und Hinterbliebene gemeinsam zu sein und zu existieren und das auszuhalten, das ist eine der hauptsächlichen, wichtigsten Aufeinander-zu-Bewegungen in diesem Buch, würde ich sagen. Ja, das ist natürlich immer so, wenn ein Elternteil stirbt, dass man sagt, Mensch, hätte ich doch mit denen mal noch Fragen geklärt. Ich habe das ist ja dann egal, wie das Verhältnis ist. Ich glaube, das geht ganz vielen Menschen so. Hier ist es ja noch anders. Also die eine der Töchter sagt und hat das so als Vorwurf, sie hat nie mit mir gesprochen. Sie hat eigentlich nie wirklich mit mir gesprochen. Also sie hat mich noch nicht mal wahrgenommen als ein Wesen, das mindestens 16 Jahre mit ihr zusammengelebt hatte. Also Das ist schon ziemlich Hammer, was da teilweise kommt. Ja, aber das ist auch das Spiel mit den Perspektiven. Also ich habe ja im ersten Buch schon so multiperspektivig benutzt. Da gab es halt so vier große Kapitel. Und deswegen habe ich beim zweiten auch überlegt, mache ich das jetzt nochmal? Aber das Prinzip war so anders. Es ist sozusagen wie ein Zopf. Also ein Jahr, Monat für Monat wechselt die Perspektive. Erst erzählt die Älteste, dann die Mittlere, dann die Jüngste, dann wieder die Älteste. Und so wird es ja so ein Vexierspiel. Und wenn man dann den anderen zuhört und zum Beispiel der Ältesten, wie die sich auch an die Kindheit der Kleinsten erinnert, dann merkt man ja, es gab dann so Rollenverschiebungen, ja, also auch so, wer ist jetzt Tochter, wer erfüllt so mütterliche Pflichten und Rollen und wie das Aufwachsen dann ausgesehen hat, also es wird ja klar, die Wahrnehmung ist ja sehr, ist viel mehr im Vordergrund vielleicht als sowas wie eine Wahrheit, das wird dann immer schon irgendwie relativ deutlich und bei Mira, die Mittlere, die das Gefühl hat, dass sie nie mit ihrer Mutter eigentlich gesprochen hat und immer versucht hat, ihre Aufmerksamkeit zu bekommen. Natürlich ist also so die Angehörigen und die Kinder von psychisch kranken Eltern, das ist für mich schon auch ein Thema, was mich beschäftigt. Ich habe auch so einen Zeit-Online-Artikel in den letzten Wochen ja noch dazu veröffentlicht. Das ist eine große Ungerechtigkeit. Also geschädigt, ehrlich gesagt, es gibt ja die verschiedensten Arten, das sagt irgendwie die Mutter auch am Anfang, ihr könnt euch aussuchen, wie ich euch jetzt genau verhunzt habe. Man kann seine Kinder wunderbar verhunzen, dafür muss man auch nicht depressiv sein. Aber es ist eine, ein Anerkennen dieses Unperfekten, finde ich auch ganz wichtig. Aber ja, es ist eine große Ungerechtigkeit, die einem da zum Teil widerfährt. Und der Umgang damit und dann zum Beispiel auch die Mutter trotzdem als einen Menschen zu sehen und alle Seiten zu sehen und zu sehen zum Beispiel auch, was habe ich mitgegeben bekommen, was sind die Dinge, die ich kann, weil ich irgendwie von dieser Frau ja trotzdem geprägt wurde und da aufgewachsen bin. Also es geht, glaube ich, auch darum, und das ist meine Hoffnung, dass man vielleicht, wenn man am Anfang reingeht mit der Frage, wie kann sich denn diese Mutter umbringen und diese jüngste Tochter ist noch so jung und wie kann man das und wie, und dann liest man am Anfang vielleicht diesen Brief und entweder man muss selbst lachen, weil das war so ein bisschen meine Idee, dass man ein Testament oder einen Abschiedsbrief liest und dabei absurderweise lachen muss. Und wenn man das nicht tut, sondern empört ist, dann kann man vielleicht im Laufe des Romans ein bisschen verstehen, wie so eine Person oder wie diese Person Mone, wie diese depressive Mutter, die hin und her gerissen ist zwischen ihren Rollen, und die damit stark strauchelt, so wie im Übrigen, glaube ich, ziemlich viele Frauen, die auch Mütter sind, straucheln, nur eben in verschiedenen Varianten, dann kann man sie vielleicht ein bisschen mehr verstehen als Mensch. Und ich glaube, es ist keine Geschichte des Scheiterns, weil wenn wir versuchen, alle Geschichten im Leben und jedes Leben, was irgendwann endet, als Geschichte des Scheiterns zu erzählen, dann ist die Quote ja 100% gescheitert.
Also ich muss sagen, die auf dieser ersten Seite, meine lieben Töchter, der Abschiedsbrief hat mich sofort erreicht, weil sie dann ja sagt so, ich musste mir mein Leben lang anhören, was für eine schlechte Mutter ich war, weil ich zu jung war, zu alt oder zu mittel. Also man kann immer alles falsch machen. Und ich fühlte mich sofort angefasst, ja, weil alleinerziehend, Kind immer alleine zu Hause, was ich alles falsch gemacht habe, das kommt sofort, und zwar als Wildbach, ja, in den Gedanken. Und sofort war sie mir eigentlich sympathisch und nah. Mone hat sich dann erst später etwas von mir entfernt, sozusagen, als mir nahestehende Figur, als dann die Töchter über sie gesprochen haben und ich mir das alles so angeguckt habe. Aber ist es ein Happy End? Eine ernst gemeinte Frage. Was würden Sie denn sagen? Nein. Ich frage mal weiter. Kein Happy End. Meiner Meinung nach. Ich finde das sehr schön, was Sie eben gesagt haben, dass das ungerecht ist. Und also, dass manche Kinder eben psychisch kranke Eltern haben müssen, das ist ja etwas, dem man dann wirklich nicht so leicht entkommt. Das ist eine Bürde, aber das Leben ist generell ungerecht. So ist es eben. Und das wissen die Schwestern auch. Die haben irgendwie diese gewisse Weisheit. Das kommt nämlich auch hinzu bei unglücklichen Menschen, die reflektieren, die haben ja dann wieder einen Vorteil. Sie kommen eventuell der Wahrheit dann doch näher als, sagen wir mal, die Verwöhnten. Ohne Risse, ohne Brüche durchs Leben kommen, wobei es das sowieso kaum gibt. Aber ich wollte noch mal ein anderes Thema ansprechen, wenn Sie erlauben. Nämlich, ich finde es sehr geglückt an diesem Buch, dass die Schwestern sich in der Pandemiesituation quasi in dieser Zurückgezogenheit miteinander verständigen oder auch nicht verständigen, aber dass sie quasi so eine Überlebensgemeinschaft sind im doppelten Sinne. Sie überleben sozusagen den Suizid der Mutter miteinander und sind eine Schicksalsgemeinschaft im ganz klassischen Sinne. Und sie sind eben auch eine Überlebensgemeinschaft in dieser Pandemiesituation. Die Mutter tötet sich 2020. Im Februar. Am 29. Februar, das heißt wirklich ganz kurz, bevor eigentlich das Tessin war, fast schon zu sozusagen. Vor der Pandemie sozusagen, bevor die Pandemie richtig über uns kam, als gesellschaftliche Wirklichkeit. Und eigentlich ist die Pandemie dann auch erzählerisch gesprochen, poetisch gesprochen, so eine Art Antwort auf diesen Suizid. Das finde ich sehr geschickt. Das ist ja quasi ja Ihnen vielleicht historisch entgegengekommen. Also mir kommt das jedenfalls sehr plausibel vor, dass die Pandemie gewissermaßen so eine Art Schicksalsantwort ist auf diese Schicksalserzählung im Kleinen, in der weiblichen Familie, weiblich dominierten Familie. Es gibt übrigens einen Satz, den wollte ich hier unbedingt zitieren, das ist quasi mein Lieblingssatz aus dem Buch. Das sagt eine der Schwestern in dieser Situation, wo sie zusammensitzen. Ich weiß nicht, ob in der Situation noch Alkohol fließt, das hab ich jetzt im Moment gerade vergessen, aber der Satz lautet: Natürlichkeitsdiskurse sind auch so ein Irrsinn. Ja, so, das würde ich auch so unterschreiben. Also, es gibt viel zu entdecken in dem Buch. Es ist ganz, ganz viel. Da steckt so viel drin, das glaubt man gar nicht. Also, man könnte jede Seite irgendwie auch viermal hier noch drin haben, dann wäre der Inhalt immer noch nicht auserzählt. Man kann ganz viel lesen. Und das, glaube ich, wenn man es nochmal liest, liest man nochmal mehr raus. Sehr interessantes Buch. Meine Empfehlung, würde ich sagen. Und damit bedanke ich mich sehr, sehr herzlich. Vielen lieben Dank Ihnen beiden.